Alpenmethode ist ein Akronym, das heißt ein Wort, das sich aus Anfangsbuchstaben zusammensetzt. Schauen Sie, vertikal haben Sie das Wort Alpen. Und das bedeutet Aufgaben aufschreiben, ist das erste bei der Alpenmethode. Dann Länge schätzen. Pufferzeit reservieren. Voilà, den Gedanken hatten wir gerade schon wieder. Ne? Unverhofft kommt oft. Entscheidung über Prioritäten. A, B, C und Papierkorb reicht in der Regel. Ausgefeiltere Systeme sind gescheitert. Brauchen wir nicht. Ja? Wichtig und dringend. A, wichtig, aber noch nicht dringend. B, dringend, aber nicht wichtig. C und den Rest weg. Das reicht. Prioritäten. Und schauen, was hat man doch nicht geschafft, weil es zu viel Unverhofftes gab, weil man Widerstände hatte, weil man Dinge doch aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft hat. Nachkontrollieren und übertragen auf den nächsten Tag. Das ist die Alpenmethode. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.